Hallo, liebe Leute, grüße euch ganz herzlich und mein Name ist Matthias Tretschok. Ich habe vor 2 Jahren im Februar die Initiative Stop the War in Jemen gegründet. Was ihr hier im Hintergrund seht, das ist vom 20.01. Bombardement auf Sanaa, so sieht das also aus. Aber viele von euch haben ja schon mal einige Artikel von mir gelesen, die ich auf Facebook und Co. veröffentlicht habe. Heute habt ihr mal ein Gesicht zu Stop the War in Jemen. Und wir schreiben heute den 16.02.2019. Wir haben den Tag 1424 Tage im Krieg im Jemen, der jetzt mittlerweile läuft. Ist eine unfassbare Völkervernichtung, die dort stattfindet von der westlichen Wertegemeinschaft. Und das dürfen wir einfach so nicht stehen lassen. 16.02. Viele kennen das von Facebook, wenn Leute Geburtstag haben, die können sich dann irgendeine Plattform aussuchen, wo sie spenden. Und für den Jemen gibt es eben keine solche Plattform. Ich habe heute Geburtstag und deswegen ist meine Bitte, schickt nicht irgendwelche Geburtstagsgrüße an mich, die ich in der Menge, in der Masse sowieso nicht alle einzeln beantworten kann, sondern öffnet euer Herz für den Jemen und spendet hier 30 Euro. Damit kann man 4 Wochen lang eine Familie mit 6 Familienmitgliedern über die Runden bringen. Und da gehört Öl, da gehört Mehl dazu, da gehören noch andere Sachen dazu, die also für den tagtäglichen Ernährungsbedarf im Jemen geeignet sind und dort auch gerne gegessen bzw. getrunken werden. Ja? Von den 28 Millionen Einwohnern, die wir im Jemen haben, sind 22 Millionen Menschen von humanitärer Hilfe abhängig. Die UN sagt, das ist die größte humanitäre Krise, die es überhaupt gibt nach dem Zweiten Weltkrieg. 22 Millionen Menschen leiden an einem erbärmlichen Hunger. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind an vermeidbaren Umständen. Vermeidbare Umstände, das ist fehlendes sauberes Trinkwasser, das ist Nahrungsmittel, das ist Medizin, das sind Treibstoffe, um Generatoren betreiben zu können, damit Strom erzeugt wird und so weiter und so fort. Öffnet euer Herz, habt ein Herz für den Jemen an diesem Tag, nicht nur an diesem Tag, aber heute vielleicht ganz besonders. Und das ist heute sozusagen mein erstes Statement, mein erstes Video-Statement von Stop the War in Jemen. Ich werde noch die kommenden Tage, Wochen und Monate mehrere Statements vorbringen, immer mal so den einen oder anderen Zeitungsartikel beleuchten, national, international. Und dann stehen für den März 2 große Veranstaltungen an. Also zum einen bin ich wieder mal eingeladen worden, freundlicherweise vor den UN-Menschensicherheitsrat über die Lage, Menschenrechtslage im Jemen zu berichten. Und im März jährt sich der Krieg im Jemen zum 4. Mal. Und da findet am 23. März ab 15 Uhr vor dem Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz eine große Solidaritätskundgebung mit dem jemenitischen Volk zusammen statt. Also da kommen die Jemen-Community nach Berlin an diesem Samstag und es wäre natürlich toll, wenn ihr euch auch auf den Weg macht und mit uns gemeinsam laut und friedlich eine Stimme erhebt, dass der Krieg im Jemen sofort beendet wird. Für die Berlin-Brandenburger gibt es dann am 25.03., das ist dann ein Montag, noch einmal eine gemeinsame Aktion statt. Da ist also 4. Jahrestag Jemen und 20. Jahrestag Krieg in Jugoslawien. Da wird nochmal eine Sondermahnwache für den Frieden organisiert am selben Platz, also auch auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Und es wäre toll, wer da Zeit hat, Lust und Laune hat, kommt dort mit vorbei, um dort ebenfalls laut und friedlich seine Stimme für den Frieden zu erheben. Leute, liebe Friedensengel, habt Dank für die Minute, die ihr euch die Zeit genommen habt. Geht auf die Website von Stop the War in Jemen, also www.krieg-im-jemen.de. Oben unter den Menüleiste Friedensprojekte, da findet ihr die Dauerspendenaktion, aber dann unter dem 25. bzw. 23.03. dann nochmal genau die Eventbeschreibung. Für heute habt ein schönes Wochenende, es ist schönes Wetter angesagt. Seid im Herzen im Jemen. Alles Liebe. Ciao.